Hey Leute und willkommen zurück zu einem Informationsvideo, würde ich sagen. Es wurde ein neues Pokémon angekündigt und zwar dieses schöne Ding hier. Was es auch immer darstellen soll, ein Roboter. Namens Magiana wurde heute vor ein paar Stunden angekündigt oder halt geleakt, sag ich mal, von der Kurokoro. Und ich kam nach Hause vorhin, mein Handy war ganz leer über den ganzen Tag, also ich hatte nur ganz kurz eine Verbindung und zwar halt als die Silhouette geleakt worden ist. Dann ging es leer und ich war bis vorhin unbewusst, was geschah und ich wusste halt nicht, was vor sich ging und alle waren am Spammen, Magiana hier, Magiana da, Stahlfee und dann kamen Sachen wie Pokémon Set 7. Generation, bla 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 und ich war dann im Dunkeln und kam jetzt erst nach Hause und dann sehe ich sowas und überall Theorien von links, von rechts und alles mögliche und ich bin geschockt, weil, ups, nein, nicht Twitter, das hier, Magiana, Leute, ein neues Pokémon und das heißt auch wiederum neues Spiel, neue Generation auf jeden Fall. Ich meine, dieses Pokémon gab es noch nicht in irgendwelchen Spielen vorprogrammiert. Also es gab ja halt schon Volcanion und so halt in XY, aber das gab es noch nie irgendwo. Deswegen ist es ein ganz neues Pokémon, wovon man stark ausgehen kann, dass bald ein neues Spiel kommen könnte, vor allem jetzt mit dem Film. Weil dieses Pokémon ist jetzt vorerst für den Film angekündigt worden. Also es war halt den Titel, Moment, der Film heißt, Moment, der war hier irgendwo, Volcanion und das mechanische, sage ich mal jetzt, wenn ich falsch liege, dann korrigiert mich, Magiana. Und das ist halt der Film zu Volcanion, aber ich denke mal, dass die ein Pokémon auch in den Spielen mit einbeziehen werden. Und ich persönlich finde das Ding eigentlich ganz cool. Ich meine, es ist ganz cool designt worden, sehr kreativ, weil mich alle beschweren sich, die Pokémon werden so unkreativ, die sehen scheiße aus, die Designs sind scheiße, Farben sind scheiße, das ist scheiße. Schaut euch das Ding bitte an. Man sieht hier erstmal eine Ovale, dann sieht man noch mehr Ovale, ganz viele ovale Formen. Dann erkennt man hier so ein kleines Tribut an Klick, 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 Kling, also dieses Zahnrad-Pokémon aus Einhal. Und das ist so ein Hase, bisschen noch, hier mit so Ohren und sowas. Azumarill oder Schlappohr. Und die Augen sehen auch ganz, also die Augen. Ich muss sagen, das sieht ein bisschen aus wie Dianzi. So ein bisschen, warte mal. Jetzt, wo ich so sage, das könnte eigentlich so eine, eine Mutation von Dianzi sein, vielleicht. Ich meine, Dianzi ist auch ein bisschen breiter, ne? Und oben ein bisschen schmal, hat auch so Ohren und Arme und so. Und die Augen sehen auch. Warte mal, ich meine, Dianzi sieht auch ganz ähnlich aus dazu. Ich bitte euch. Die Augen vor allem. Ja, die sieht man jetzt gerade hier. Ja, man kann es gerade ein bisschen erkennen hier. So, genau. Da, ich meine, die Augen. Ja gut, ne? Dianzi und das liebe Magiana können vielleicht irgendwie verbunden sein, Leute. Und ich könnte eigentlich sowas wie ein Theoriemensch sein, der so ganz neue Theorien, ach egal. Ich mache halt alles ganz frei Schnauze, weil ich wollte mal so meine Reaktion dazu ein bisschen, euch zeigen, weil ich bin selber gerade geschockt, dass es ein neues Pokémon gibt. Ich meine, das kam so aus dem Nichts geschossen und Magiana, das Dianzi-Fake-Pokémon oder ein Dianzi-Tribut, Dianzi, was auch immer das darstellen soll, soll auch jetzt mit dem Königreich Azoth in Verbindung stehen. Für die, die es nicht wissen, Azoth steht für Alpha, Omega und den Rest weiß die Trulla aus dem Team Aqua, Magma, versteckt nicht. Weil ich wollte mal ein Video zu Azoth machen, was Azoth ist und deswegen weiß ich so ein bisschen darüber was und Azoth soll halt auch was mit Volcanion zu tun haben und Volcanion und Magiana sollen irgendwie sich im Kingdom of Azoth befinden, also im Königreich Azoth sich befinden. Und was Azoth ist, weiß man nicht genau. Es gibt zwar Theorien dazu mit AZ und mit allem anderen, aber das ist alles jetzt noch sehr, sehr, sehr brüchig. Deswegen will ich dazu nichts sagen jetzt, aber die Fakten sind klar. Azoth, Projekt Azoth, Königreich Azoth wird in Verbindung stehen. Auf jeden Fall, ich meine, ja, wird es. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie die das jetzt so machen wollen. Ich meine, Team Magma und Aqua wissen darüber Bescheid, aber was dahinter steckt, weiß man auch noch nicht richtig. Und ich denke mal, dass die eventuell im nächsten Spiel genauer auf Projekt Azoth eingehen würden. Ich meine, es ist halt noch sehr offen, was das Ganze sein soll. Und
Das Man-Made Pokémon. Also man kann ja jetzt hier rauslesen, dass dass Magiana nicht naturell ist, also dass es halt von menschlicher Hand gemacht worden ist. Wow. Und ist noch was gewesen bei Serebii? The movie is to be called Volcanion and the Exquisite Mechanical Magiana. Okay. Gut, also man kann auch lesen hier, First Image of Magiana, bla bla bla, und No Type has been revealed, aber ich meine, No Type, ich würde sehr, sehr stark davon ausgehen, Fee wegen Dianthi-Fee, ich meine, es muss doch, da ist eine Verbindung, Leute, da, Dianthi und Magiana, ich bitte euch, und Stahl, auf jeden Fall Stahl, weil es wurde ja gesagt, dass es halt ein Mechanical Pokémon ist, also ein mechanisches Pokémon ist, und Mechanik in der Regel halt wird mit Stahl assoziiert in Pokémon. Deswegen würde ich mal sehr, sehr davon ausgehen, dass es halt ein Stahl-Film-Pokémon sein wird. So. Und mehr war da, glaube ich, nicht mehr zu. Ja, bla bla bla. It was made over 500 years ago. Also wurde das Ding schon sehr früh gemacht, schon sehr, sehr lange her. Und Volcanion is chasing Magiana, only it knows Magiana's secret. Also Volcanion ist hinter Magiana her und kennt nur das Geheimnis zu Magiana oder was dann da genau stecken soll. Und da war auch, glaube ich, irgendwas mit einer Fähigkeit dazu. Moment mal, genau. Magiana, also diese Informationen könnten vielleicht nicht ganz richtig sein, weil Pokédungle ist mal ein bisschen kritisch, aber ich denke mal, dass es hier meistens stimmen sollte. Magiana's body holds the mechanic that serves the function and only Volcanion who is chasing Magiana knows the mystery behind it. Also das heißt quasi jetzt, dass halt, ja, eine Art Funktion ist und nur Volcanion weiß halt, was dahinter steckt, quasi hinter dem Geheimnis von Magiana. Und ich find's cool, wie die da irgendwie aus dem alten Spiel, also ich denke mal, dass das Ding sehr wahrscheinlich entweder Pokémon Z unwahrscheinlicher jetzt sein wird oder eine ganz neue Generation oder ein ganz neues Spiel vielleicht sogar, außer Pokémon Z jetzt. Die meinten ja auch selber, dass sie halt eine andere Route einschlagen wollen und die Spiele Omega Rubin, Alpha Saphir und XY verbinden wollen. Ich denke mal, dass sie halt quasi jetzt eine ganz neue Route einfahren werden und alles irgendwie zusammenpacken werden und dann Volcanion und Magiana, alles mögliche, Projekt Azort und AZ, alles was da so noch an Geheimnissen steckt, alles auf einmal auflüften wollen und alles in ein Spiel packen werden. Und ich denke mal, dass man da Game Freak echt da ja trauen kann, dass sie halt daraus was Gutes machen werden. Ich meine, ich bitte euch, das Ding hat so viel Potenzial gerade, mit Magiana vor allem. Ich denke mal, ein neues Spiel ist gar nicht mal so abwegig, also neue Generation vor allem. Und wenn die halt eine neue Generation, könnten die zwar die alten Pokémon mit einbinden, wäre zwar schade, weil dann die Pokémon aus der neuen Generation ein bisschen außen vor stehen würden, aber ja, ich denke mal, entweder oder. Also entweder ein neues Spiel aus der sechsten Generation mit Magiana implementiert oder eine ganz neue Generation, wo dann halt das Magiana so quasi das Maskottchen ist oder halt das. Also es gab ja immer halt in den Spielen über die Generation immer ein Pokémon, das halt schon davor revealed wurde. Ich meine, in Sinnoh war es halt Lucario, meine ich. In Einal war es, glaube ich, Zoroark gewesen oder Zoroark. Und deshalb kann halt so sein, dass Magiana jetzt quasi das Maskottchen für die siebte Generation ist und damit so ein Einstieg quasi mit einem, mit einschlägt. Und ich wäre echt gespannt, falls damit jetzt irgendwie was gemacht wird. Ich meine, in den Spielen kann man da super eigentlich jetzt hier mit einbeziehen, mit Projekt Azort, mit Volcanion, alles halt auflösen quasi. Und ich meine, wir haben noch nie wirklich was zu Dianthi gehört, noch nie was zu Hooper, noch nie was zu Volcanion. Ich meine, die gab es halt nur in den Filmen und wurden halt verteilt, mehr auch nicht. Ich meine, die könnten alle so eine geile Story haben. Und wenn das alles in dem nächsten Pokémon-Spiel oder Generation revealed wird, also enthüllt wird und genauer darauf eingegangen wird, wäre das schon ziemlich geil eigentlich, weil ich meine, so viele Pokémon, so viele Fragen und das könnte man super in einem Spiel alles lösen. Und ich würde mal sagen, ich persönlich finde Magiana jetzt ein super Pokémon. Und man kann auch erkennen, dass das hier, glaube ich, Magianas Kopf darstellen soll, dieses Zahnrad hier. Ich meine, das ist auch ein Zahnrad, glaube ich, ja. Oder halt diese mechanische, genau, was ich sagen wollte. Kingdom of Azoth soll eine mechanische Stadt sein. Ist es, warte, mechanisch? Mechanische Stadt sein, genau. Und
Deswegen denke ich mal, dass es auch Magiana quasi damit in Verbindung stehen müsste. Wie halt auch hier schon beschrieben. Und Leute, ich bin gerade echt baff davon. Ich meine, alles auf einmal quasi so mit Volcanion-Film, dann mit Magiana und Ich finde es vom Design her super gut. Es sieht gut aus. Es ist kreativ. Ich meine, es ist so eine Art Tribut an Dianzi. Sehr offensichtlich. Und ob das. Warte mal, ich habe eine Idee. Wie groß ist Dianzi? Und da kann man ja ungefähr schon dann quasi sehen. Ja, okay, 1,01 Meter. 8 Kilo, okay, nee, der wird schwer. Ich meine, Dianzi, sieht man hier, ist 0,7 Meter und 1,1 Meter. Und das Gewicht ist auch ziemlich niedriger als das von Magiana. Wobei halt Magiana aus Stahl besteht quasi. Also halt nicht aus Fleisch und Blut oder aus Steinen und Diamanten besteht. Ich weiß nicht. Also, aber man erkennt schon so einen Zusammenhang zu Dianzi und zu Magiana. Ich denke mal, dass die beiden was zusammen am Laufen haben, so. Dass quasi dass vielleicht Magiana so eine Art, so eine Art Mewtwo-Mew ist. Weil Mewtwo war ja auch eine Art Clone von Mew. Und dass eventuell halt Magiana so eine Art Nachmache, Klon nicht wirklich, aber halt so eine Art, sowas wie Genesect quasi. Das halt von Dianzi ist. So, jetzt. Und ich find's gerade echt geil, weil Leute, neues Pokémon. Wann war das letzte Mal, dass ein neues Pokémon angekündigt worden ist? Das letzte Mal war vor 3 Jahren fast. Also, ja, 2,5. Aber, ich bin gerade richtig baff und ich finde es auch ganz cool so. Ich meine, neues Pokémon, neuer Film, neue Generation, wäre super cool, Leute. Was denkt ihr von Magiana? Schreibt es in die Kommentare und habt ihr Theorien, habt ihr Spekulationen? Wenn ja, lasst es alles unten in den Kommentaren runter und, ich würde mal sagen, falls was noch kommt dazu, werde ich auf jeden Fall ein Update-Video dazu hochladen und euch darüber informieren. Meine Meinung, Reaktion, Spekulationen dazu bereitstellen quasi und halt euch zeigen. Aber dafür sage ich mal, ich verabschiede mich, macht es gut. Viel Spaß mit diesem neuen Pokémon-Hype und wir sehen uns. Ach ja, es kam auch vorhin mein GPL-Kampf hoch, also den auch anschauen, Leute. Der war echt traurig. Ciao.